Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, das sieht nicht so hübsch aus, ne? Aber nun, heute habe ich für euch den Tiziano Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, den habe ich schon im Sommer bestellt. Nee, noch eher. Im Frühjahr irgendwann. Keine Ahnung. Man kann auch noch eine andere Variante davon kaufen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Und ich habe die Vier-Jahreszeiten-Variante. Schaut so aus. Und die Sachen sind halt alle so einzeln verpackt. Es sieht ein bisschen anders aus als das, wie ich das online gesehen habe. 169,90 € kostet der regulär. War irgendwie aber auch im Presale günstiger zu haben und soll einen Warenwert von 370 € haben. Und das ist ein Deko-Adventskalender. Ich musste das mal kurz ein bisschen ausräumen, denn die Nummer 1 war ganz unten. Ist alles in einzelnen Geschenken verpackt, was ich schön finde. Schwierig ist, wir werden hier unfassbar viel Verpackungsmüll haben. Was aber durchaus sinnvoll ist, weil das Ganze sind halt so Keramikhäuschen. Und hier habe ich so das erste, was einfach so süß aussieht. Das Design kann man drüber streiten, ne? Kann man sagen, es ist kitschig, ich finde es wunderschön. Und ich habe auch vom letzten Jahr tatsächlich den Adventskalenderinhalt behalten natürlich. Und habe da schon einige Deko-Objekte für gefunden, also drin gefunden. Ja, das ist so ein süßes kleines Häuschen, mag ich gerne leiden. Die Nummer 2. Achso, und weil der Adventskalender 4 Jahreszeiten hat, erwarte ich hier auch Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterdeko. Hier habe ich natürlich so ein Wichtel drin, was, ja, es ist weihnachtlich, aber man kann auch sagen, es ist ein Gartenzwerg, den kannst du ja auch ganzjährig nehmen, ne? Finde ich ganz süß. Und hier ist noch dieser, hier ist noch ein so ein Prömpel, damit das Ganze quasi auch nicht irgendwie irgendwo rumratscht oder so. Süß, oder? Hat hinten so seine Hände ganz niedlich. Ich mag Wichtel, offensichtlich. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr große Nummer 3. Ja, das ist Safe Frühlingsdeko und hier kann man auch Licht anmachen. Oh, muss man aber vorher wahrscheinlich eine Batterie reinmachen, ne? Da ist keine drin. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Also das mag ich wirklich gerne leiden. Wie gesagt, es ist alles sehr Geschmackssache, ne? Aber ich mag gerne diese Keramikhäuschen. Ich mag auch gerne, dass man das jetzt wirklich für jede Jahreszeit sich halt auch so hinstellen kann. Und ich versuche das auch mal auf Erwin so ein bisschen zu sortieren. Aber ich glaube nicht, dass Erwin groß genug sein wird. Ich habe jetzt hier die Nummer 4. Tja, da weiß ich nicht. Ist es jetzt Frühling? Ist es Sommer? Es ist auf jeden Fall so ein florales Muster. Ein Hängerchen, was ich tatsächlich mir auch gut im Frühling und im Sommer vorstellen kann. So in die Fensterscheibe zum Beispiel zu hängen, ne? Mag ich. Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember. Also bei sowas wäre ich, glaube ich, relativ tiefenentspannt. Das kann man sich ja auch. Das ist auch wieder mit diesen LEDs. Hatten wir letztes Jahr auch. Das ist echt cool. Echt, ist da keine Batterie drin? Au! Nee, kannst du hier reinmachen. Das sieht natürlich richtig hübsch aus. Also wir haben hier auch wieder ein florales Muster, was eher so Richtung Frühling, Sommer, ja schreit, sage ich mal. Aber ich kann mir sowas auch im Winter gut vorstellen. Nina Nikolaus, da darf natürlich gerne auch was drin sein, was ein bisschen weihnachtlicher ist. Nö, also das ist eine Vase, was ich auch sehr mag. Sehr, 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 sehr schön. Sowas hatten wir letztes Jahr, glaube ich, aber auch nicht drin, oder? Eine Vase? Das ist praktisch. Hast du überhaupt einen Namen? Nee. Vase Branda Tardino 17 Creme. Keine Ahnung, ob das ein Produkt ist, was man so im Standardsortiment findet. Ich versuche ja auch ungefähr so circa Preise mal rauszusuchen, ne? Mal schauen. Die Nummer 7. Oh, das mag ich. Das ist ein Schiff. Das ist wirklich schön, ne? So ein schönes Schiff. Schön fürs Badezimmer als Deko zum Beispiel, ne? Mag ich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, da haben wir auch wieder was Solarbetriebenes sogar drin. Was natürlich so Richtung Sommer richtig schön ist. Du kannst das auch natürlich rauslassen. Das muss nicht drin bleiben, ne? Und ja, dann kannst du es anmachen, ausschalten, wie auch immer. Und hast da oben das Solarpanel drin. Und dann kann man das sich einfach auf den Gartentisch stellen oder auf den Balkon. Sehr schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Schmetterling freuen. Oi, das ist hübsch. Also, ich finde das alles so hübsch, ne? Wir haben auch sehr viel bei uns tatsächlich auch schon an Schmetterlingsdeko stehen. Die steht auch, ehrlich gesagt, ganzjährig bei uns. Wunderschön gearbeitet. Sehr, sehr schön groß. Also, das ist schon hübsch. Und ich mag das auch, dass alles in diesem gleichen Creme-Design ist, ne? Sehr, sehr nice. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Die haben wir hier. Eine Vogeltränke, auch sowas, ne? Ist eine nice Kiste, ist super für Sommer, für Frühling. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch so ein bisschen, dass sich so überlegt haben,
zwei Kläppchen sind immer ein Monat oder so. Deswegen hatten wir am Anfang vielleicht auch so ein bisschen was mit den Wichteln mit dabei. Gar keine Ahnung. Ich hätte es mir vielleicht gewünscht, dass wir das auch etwas durchmixter hätten, dass wir sowohl weihnachtliche als auch andere Jahreszeiten, Dekorativitätsgeschichten, durcheinander gehabt hätten, weil man packt den Adventskalender ja im Advent aus, wenn man ja theoretisch auch sowieso weihnachtliche Deko verwenden würde, oder? Die Nummer 11. Oh ja, das ist hübsch, das ist ein Leuchtturm. Ja, auch das passt meiner Meinung nach einfach sehr zu dieser maritimen Geschichte, ne? Da kannst du hier ein Teelicht reinstellen und dann kann man das auch ins Badezimmer stellen. Sowas finde ich echt sehr, sehr hübsch und durch diese Farbe ist das Ganze auch universell einsetzbar. Also ganz egal, welche Farbe halt man so im Wohnraum generell hat, das geht eigentlich immer. Jetzt habe ich hier die Halbzeit, die Nummer 12. Schade, Schokolade. Wenn man das nicht richtig hält, dann geht es halt kaputt, ne? Oh nein. Und sie ist so schön. Es ist eine Muschel. Aber sie ist kaputt gegangen. Vielleicht kann man das kleben. Das muss ich mal gucken. Weil hier sind zwei große Stücke rausgebrochen. Vielleicht kann ich das wirklich kleben. Ich hatte das jetzt eben schnell nämlich weggeschmissen, aber eigentlich ist es dumm. Eigentlich sollte ich das so nehmen und das dann kleben. Weil die ist echt schön. Och Mensch, das ärgert mich jetzt schon, ne? Aber das kann man sicherlich irgendwie mit Sekundenkleber kleben. Weil das ist eine wunderschöne Schale, wo du halt auch so Schmuck oder sowas reinmachen kannst. Ach Claudi, du bist ein Trottel. Naja, auf jeden Fall ist hier so eine schöne Muschel drin enthalten. Och, das ärgert mich gerade wirklich. Da gibt es doch bestimmt auch so Kits oder so. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Verlinkt mir da auch gerne was. Da gibt es doch bestimmt so Porzellan-Reparatursets oder so, oder? Ach Mist. Ja, es hat schon Sinn, weswegen das Ganze hier so eingepackt ist. Aber ich habe das halt falsch drum gehalten, es ist rausgeflogen. Die Nummer 13. Oh, wir sind im Herbst angekommen. Und hier habe ich einen Igel. Ich werde ihn Irmgard nennen. Sie. Das haben wir einmal hier. Und ja, genau. Wir hatten letztes Jahr nämlich im Herbst auch, oder war das vorletztes Jahr? Nee, das war letztes Jahr, ne? Hatten wir einen Igel da. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Anruf bekommen. DHL Express, Leute, da ist gerade sowas richtig Krasses schiefgelaufen. Ich warte seit ungefähr einem Monat darauf, dass die zusehen, das Päckchen richtig zuzustellen. Egal. Auf jeden Fall, ja, Igel. Ich hoffe, dass unsere Irmgard auch tatsächlich hier noch weiterhin wohnt und auch schon ihre Nachkommen hier großgezogen hat. Mal gucken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Igel. Ich mag Igel, ist süß. Die Nummer 14. Oh ja. Also ich habe ja nicht viel Herbstdeko, ne? Und ich habe echt gehofft, dass ich in diesem Adventskalender auch richtig schöne saisonale Deko dann auch finden werde. Und so simpel so ein Blatt auch ist, es ist herbstlich und es ist schön, ne? Mag ich gerne. Kannst du auch ganzjährig theoretisch stehen lassen. Ich finde es cool, ja. Die Nummer 15. Oh mein Gott, ja, das ist sehr, 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 sehr schön. Guckt euch das mal an. Da sehen wir halt so Bäume drauf und da kannst du hier ein Teelicht reinmachen. Und das ist hübsch, ne? Die Nummer 16. Hammer. Also das ist hübsch. Da machst du auch ein Teelicht rein, da hast du einen Baum. Da kannst du glücklich sein. Das ist schon schön, ne? Also ich weiß nicht, was ich so groß dazu sagen soll, aber ich finde es halt einfach hübsch. Und das ist irgendwie toll. Und ja, 170 Euro sind ganz schön viel Geld, aber es ist schon cool gemacht. Und ich ärgere mich so sehr, dass ich die Muschel habe fallen lassen. Wir sind jetzt eine Woche vor Heiligabend und ich habe hier den 17. Dezember. Und hier habe ich einen Fliegenpilz und den kannst du auch mit hier Licht anmachen. Sehr hübsch gestaltet und ich finde es auch schön, dass wir hier so ein paar Sachen mit dabei haben, die auch mit Licht von innen, also mit elektrischem Licht funktionieren. Ne? Schöne Herbstdeko. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier die Nummer 18 und jetzt wäre wirklich Zeit für Weihnachtsdeko. Es ist ein Tannenzapfen. Ein Tannenzapfen, wo du eine Blume reinmachen kannst. Ja, eine Pinienvase Lanza. 12 cm ist die dann wohl groß. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn sie einfach mal so ein bisschen anders aussieht. Aber ich finde die hübsch. Für eine Blume drin oder 2, 3, 5, ne? Die Nummer 19. Och, das ist hübsch. Das ist wirklich hübsch. Das ist, sind zwei Eisbären und da kannst du hier ein Teelicht draufstellen. Und ja, wahrscheinlich Mama und Baby oder Papa und Baby, man weiß es nicht. Und ja, sehr, sehr, sehr süß, oder? Also das ist auch ein bisschen ungewöhnlichere Weihnachtsdeko, die man nicht so schon zu Hause hat, also wir nicht. Die Nummer 20. Okay, hier haben wir auch wieder einen Teelichthalter drin, der so in einer Eissternform ist quasi. Auch sehr nice.
Hier wäre tatsächlich cool gewesen, dann noch einen zweiten oder so von zu haben, ne? Weil ich bin immer so, ich mag das gerne, wenn zwei von einer Sorte auch da sind. Das wäre schön gewesen, aber nun. So, dann schauen wir mal in die Nummer 21. Hier drin haben wir einen Schneemann und ja, der steht einfach nur rum. Der heißt übrigens Bruno, Schneemann Bruno. 14 cm soll der wohl groß sein. Und ja, das ist einfach ein Deko-Schneemann mit seiner süßen Nase. Bruno, wie geil. Schön, dass du einen Namen hast. Die Nummer 22. Zwei Tage vor Heiligabend. Auch ein Pinguin darf nicht fehlen. Der passt natürlich zu unserem Bruno, zu dem Schneemann. Und ja, es sieht tatsächlich auch sehr realistisch aus, ne? Und sehr hübsch. Der Pinguin heißt übrigens Ennio, ist 13 cm groß. Mal gucken, was wir am Tag vor Heiligabend in diesem sehr, sehr sonderbaren Adventskalender finden. Oh ja, natürlich darf ein Tannenbaum nicht fehlen. Und auch der ist mit LED-Beleuchtung. Also die kann man hier unten anstellen, wenn man Batterien reinmacht. Und sowas gibt natürlich unfassbar schönes Licht. Vor allem, wenn du da auch mehrere von anhast und die dann so auf dem Sideboard stehen hast. Ne? Ich glaube, das sieht richtig nice aus. Die Nummer 24 darf jetzt nochmal so richtig weihnachtlich einen raushauen. Ist auch super schwer. Ja, das ist definitiv ein geschmackvolles Dörfchen. Ne? Da haben wir ein Haus mit so Tannenbäumchen auch mit dabei. Auch das ist elektronisch betrieben. Und das ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Schade ist tatsächlich, dass es hier keinen... Nee, es gibt keinen Timer. Es gibt nur An und Aus, was ich bei sowas immer sehr schade finde. Gerade wenn du da auch mehrere von hast, möchte ich jetzt nicht irgendwie vorm Zu-Bett-Gehen noch irgendwie stundenlang durchs Haus rennen, um da alle möglichen Sachen auszustellen. Nun, ist wie es ist. Das ist jetzt in der 24 und ich finde, dass es auch eine gelungene Nummer 24 ist. So, jetzt habe ich den Adventskalender einmal komplett um mich herum ausgepackt. Hier habe ich so die Frühling-Sommer-Fraktion, dann habe ich hier so den Herbst und hier so den Winter. Da hinten steht nochmal die 24. Ich finde, das ist geschmackvolle Deko und sicherlich werden auch welche schreiben, Mensch, da kann ich besser in Action gehen und mir die so selber kaufen. Kann man machen, aber ich finde, wenn man 170 Euro dafür bezahlt, bezahlst du ja pro Kläppchen gar nicht mal so viel im Prinzip, ne? Sodass, wenn man sich die Sachen kaufen würde, man gar nicht so viel günstiger dabei wegkommen würde. Es sei denn, du hast halt mega super günstig und wie auch immer. Aber ich finde, dass die auch eine recht gute Qualität haben. Ja, es kann hier natürlich passieren, dass wenn man Trottel ist wie ich, dass einmal was runterfällt. Das kann dir aber auch genauso auf dem Nachhauseweg von deinem Action oder sonst irgendwas passieren, ne? Ist klar. Und ich finde, dass wir hier sehr coole Sachen haben. Ich mag das auch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich mir das so im Laden gekauft hätte, aber jetzt, wo ich es hier so stehen habe, gefällt es mir irre, irre gut. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Falls der schon ausverkauft sein sollte, die werden ja sicherlich nächstes Jahr wieder einen machen. Mir hat dieses Jahr der Adventskalender besser gefallen als der vom letzten Jahr, weil im letzten Jahr hatten wir sehr, sehr viele von diesen Häuschen und so weiter drin. Hier ist es doch etwas durchmixter und ich würde euch auch wirklich empfehlen, diesen sieben Jahreszeiten, vor allem die vier Jahreszeiten-Variante zu wählen, wenn man die Option hat, ne? Weil du da auch einfach verschiedenste Sachen bekommst und nicht 24 Deko-Produkte nur für Weihnachten, ne? Und finde ich ehrlich gesagt ganz cool, auch wenn man dann in der Weihnachtszeit wahrscheinlich irgendwelche Schmetterlinge auspackt. Nun, ihr Lieben, schreibt mir gerne mal die Meinung von euch in die Kommentare. Am besten eure Meinung und nicht die vom Nachbarn, ist klar. Und ja, dann wäre es das hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.